Hallo liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Trophy-Tipp hier in Minecraft. Und zwar Musik in meinen Ohren, spiele eine Schallplatte in einer Jukebox ab. Dafür ganz einfach, wählt einfach ein neues Spiel aus, beziehungsweise geht in das Tutorial, in meinem Fall ist es hier 1.8.xxx etc. und hört natürlich also die neue Tutorial-Welt. Ja, soweit ihr das dann natürlich habt und das endlich mal fertig geladen habt. Komm schon. So, genau. Kommt ihr hier raus in dieser neuen Tutorial-Welt. Genau so sieht die aus, falls ihr die noch nicht kennt. Na, da hinten ist der Eingang. Da schon mal ganz normal hintingeln. Dann kommt ja eh auch dann gleich hier diese Meldung, dass man hier nicht weiterkommt und das Tutorial abschließen zu müssen, wie auch immer. Genau, hier oben rechts diese Meldung. Dann natürlich geht einfach ganz normal wieder raus. Über Spiele verlassen, natürlich mit Speichern. Ja, ja, bla, bla. So, nachdem man das Ganze hat. Na, so, geht ihr natürlich ganz normal wieder rein, so, in eure Tutorial-Welt, genau da ist das Ding, ladet die ganz normal, Schwierigkeit könnt ihr natürlich einstellen, wie ihr wollt, ne, das ist völlig egal, wählt dann Laden aus und sobald ihr wieder drin seid, könnt ihr auch gleich vorne geradeaus zulaufen zu einer Schatzkiste oder zu einer Truhe, darin ist eine Jukebox und eine Schallplatte, genau diese hier, einfach straight geradeaus, na, also hier. Ja, das ist Feuerwerk, so by the way. Hier nicht, da ist ein Sattel, sondern direkt hier ist die Jukebox drin und eine Schallplatte. Nehmt die einfach raus, platziert die hier irgendwo auf den Boden, schmeißt die Schallplatte rein. Und gut ist, die Trophys dann somit eure. Ich wünsche euch was, ne? Ciao und Servus. Vielen Dank fürs Anschauen meines Trophy-Tipps. Bitte hinterlasst doch einen Like, teilt das Video und abonniert mich. Dankeschön.